Lara und bin 8 Jahre alt. Hallo, ich bin Oskar, bin 6 Jahre alt. Ich bin die Betty und ich bin 9 Jahre alt. Hallo, ich bin der Benedikt und bin 6 Jahre alt. Hallo, ich heiße Froni und bin 11 Jahre alt. Hallo, ich bin der Kilian, bin 9 Jahre alt und ich liebe Fußball. Mein Lieblingsfußballspieler ist Manuel Neuer. Also, ich finde, sie sieht ganz okay aus, aber Geschmack, außen kross und innen weich, aber mir war ein bisschen zu viel Salz drauf. Ja, insgesamt einen Daumen hoch. Ich finde die Brezel lecker, weil die innen noch warm ist und frisch und außen knackig, aber ich mag es nicht, wenn da so viel Salz ist, deswegen so. Mir hat's gefallen, außen hat's mir gefallen, dass Salz war. Das war echt genügend Salz und das hat mir so gefallen. Und geschmeckt hat's mir genauso. Mir hat die Brezen sehr gut geschmeckt. Außen war sie schön knackig und innen richtig weich. Also, das Salz von den Brezen, es hat nicht so lecker geschmeckt, aber die Brezen, das war wirklich, wirklich richtig lecker. Die Brezen, also das Innere, das hat mir sehr gut gefallen. Und das Außen jetzt nicht so gut, aber sonst hat mir alles gut gefallen. Ich fand die Brezen ein bisschen zäh und nicht knusprig genug. Und ich finde die Brezel eigentlich ganz gut, aber die ist unten ein bisschen verbrannt und die ist nicht knusprig. So. Also ich fand die Brezen ganz in Ordnung, weil sie war weich und ich mag weich nicht so gerne. Also ich fand die Brezel über aller Kanone. Ich fand die Brezel war genau richtig und die hatte nicht zu viel Salz und nicht zu wenig, aber die war nicht fest, sondern zu weich. Ich fand es so, weil das Salz genau richtig war. Und ich fand die Brezel gut und ich fand sie so mittelweich. Und sie hat mir echt gut geschmeckt. Ich fand die Brezel lecker, weil die schön knackig war. Aber es war ein bisschen zu viel Salz drauf. Also, ich fand die Brezel lecker. Ich fand die Brezel sehr, sehr lecker. Da gebe ich den Daumen drauf. Aber ich gebe den Daumen drauf, weil sie gerade sehr hart war. Ich fand die Brezel lecker und zwar nicht zu viel Salz, aber ja. Also, ich fand die Brezel fluffig und weich. Auch ein bisschen knusprig und eigentlich mittelschlecht. Also ich fand die Brezel sehr gut. Sie war genau richtig. Sie war unten nicht angebrannt. Sie war auch sehr weich, aber auch ein bisschen knusprig und das fand ich gut. Ich fand sie ganz gut. Also die Brezel hat ein bisschen gut geschmeckt. Sie war ein bisschen zu salzig. Aber das Knusprige hat mir lecker geschmeckt.